Ich glaube doch, dass Innsbruck Titelfavorit ist, zusammen mit Klagenfurt, so sehe ich das. Aber ich glaube, dass wir auch viele neue Leute haben, die wollen sich auch alle beweisen. Und ich glaube, dass wir eine recht gute Mischung drinnen haben. Jetzt der Trainer hat uns gut eingestellt. Und ja, ich glaube, dass Innsbruck kommen kann am Freitag und dass wir sicher einen harten Kampf liefern werden. Wir sind sehr zuversichtlich, also wir wollen da unbedingt gleich am ersten Heimmatch 3 Punkte mitnehmen, sind voller Selbstvertrauen und das werden wir auch hoffentlich am Platz bringen. Ich glaube, dass wir eine schwere, harte Vorbereitung hinter uns haben. Wir gehen am Freitag natürlich in das Spiel ein, dass wir es gewinnen. Wir wollen jetzt das Spiel gewinnen und eine möglichst gute Leistung zeigen und dann die 3 Punkte da im Franz-Fekete-Stadion lassen. Gegen Anif haben wir sie schon warm geschossen für die Saison. Wie wichtig war das? Ja, das war mal sehr wichtig für Selbstvertrauen, aber ich sage einmal, das war mal eine Klasse unter uns. Man soll jetzt nicht glauben, dass wir jetzt schon drüber stehen, sondern das war gerade einmal nur das erste Match und das sagt noch gar nichts aus. Wir müssen schauen, dass wir in der Liga uns beweisen. Ja, ganz wichtig. Also am Anfang vor der Saison weiß man nie wirklich, wo man steht, vor allem wenn man auch so viele Neuzugänge hat. Aber ich glaube, dass wir das mit Bravour gemeistert haben. 5-1 ist jetzt ein gutes Ergebnis. Natürlich müssen wir schauen, dass wir hinten das nächste Mal die Null halten. Das war uns ganz wichtig. Aber ich glaube, dass das ein guter Start in die Saison war. Im Cup hat man erstmal wieder vor Publikum gespielt, gleich gewonnen. Wie war da das Gefühl, ja, mit den Fans gemeinsam zu feiern? War natürlich traumhaft, auch wenn vielleicht nur 200-300 waren. Es war trotzdem eine Stimmung da und auch wieder seit langem einmal ein Match gewonnen. Und ja, hat man auch wieder eine Freude gesehen bei den Spielern. Und auch in der Kabine war es dann auch viel lässiger. Und ja, wenn man so anfangen, auch in der Meisterschaft, dann wird es wahrscheinlich auch bergauf gehen. Wie groß ist schon die Vorfreude jetzt aufs erste Spiel? Ja, sehr groß. Vor allem, dass Zuschauer auch wieder kommen dürfen. Das haben wir jetzt vor dem Cup länger nicht gehabt. Und ich glaube, dass uns die auch sehr unterstützen werden. Und ja, jeder Spieler, der da am Anfang am Feld steht und der reinkommt, wird sie zu 100% reinhauen. Und ja, versuchen, dass wir dann am Freitag die Partie gewinnen. Ja, wir wollen uns natürlich hinten behaupten. Also wir wollen da mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun haben heuer. Ja, es wird sicher eine schwierige Aufgabe, aber wir sind alle da positiv gestimmt, dass wir das bewältigen werden. Dass wir mal nicht in den Abstiegskampf kommen. Und ich will auch nicht, dass jetzt irgendwer sagt, wir sind wieder blutjunge Truppen oder so. Entweder wir sind eine Mannschaft oder wir sind keine Mannschaft. Entweder wir können kicken oder wir können nicht kicken. Und auf das wird es drauf ankommen. Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir vor allem in der Defensive sehr kompakt stehen. Die haben eine sehr gute Offensive, haben ein paar gute Transfers getätigt und ich glaube, dass das sehr wichtig sein wird, ja. Ja, wir haben auch ein paar neue Spieler dazu bekommen. Ja, wie haben Sie die Neuzugänge in die Mannschaft integriert? Ja, ich glaube sehr gut. Also wir haben versucht, dass wir es einer so leicht wie möglich machen, weil es ist immer gut, wenn du eine gute Stimmung in der Mannschaft hast. Und ja, da ist natürlich dann gleich viel leichter, wenn man gleich einen Kontakt aufbaut und eben probiert, die Spieler so gut es geht zu integrieren. Ja, das Training sogar war auch sehr wichtig. Ist man da ja noch enger zusammengerückt? Ja, ich glaube schon. Also wir haben super Bedingungen gehabt in Mariazell. Das Hotel war super, das Essen war gut. Und ja, ich glaube auch der freie Nachmittag, den wir da auf der Bürgeralm sehr genutzt haben, glaube ich. Und ja, ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall enger zusammengerückt sind. Ja, es war sehr wichtig, also fürs Teambuilding, für die Chemie, für die Mannschaft. Es war super, es ist gesungen worden, die ganzen neuen Spieler, die was gekommen sind. Und da hat man gemerkt, da war Freude gehabt, jeder. Und man merkt, die Jungs sind bereit für Freitag und wollen alles geben. Wie ist generell die Stimmung jetzt so kurz vor dem Auftakt? Sehr gut eigentlich. Also jeder freut sich schon, dass die Liga losgeht. Natürlich halt mit den ganzen Corona-Regeln und das ist halt trotzdem eine Chance, aber wir versuchen das so gut als möglich auszublenden und einfach nur vollen Fokus auf die Meisterschaft zu legen. Sieg im Cup war mir ganz wichtig, dass wir da eine Runde weiterkommen. Vorige Woche haben wir ein hartes Trainingslager hinter uns. Ja, die Generalprobe war jetzt eher weniger gut, aber ich glaube, dass wir die Wochen wieder gut gearbeitet haben und dass wir alle voll heiß auf das Spiel am Freitag sind. Wir müssen noch ein paar Sachen arbeiten, aber im Großen und Ganzen glaube ich, wenn jeder für jeden kämpft und jeder für jeden alles gibt,
wird was am Freitag ausstehen.